Heute, ich freue mich ganz besonders auf den Tag. Ich habe bei Go schon Autos aus den USA, Asien, Europa getestet, aber nie aus der Schweiz. Aber heute, es ändert sich. Und zwar mit dem E-Rod von Keyboards. Er ist das Passionsprojekt des Unternehmens aus dem Kanton Zürich. Ein Roadster, der die Elektromobilität mit Fahrspaß verbinden soll. 61 PS Leistung verteilt auf gerade mal 600 Kilogramm Gewicht. Straßenzugelassen in der Schweiz und der EU. Kostenpunkt 42.500 Franken. Übrigens, man kann dieses Auto hier als Einzelteil kaufen und selber zusammenbauen bei Keyboards. Man spart da Geld, 3.000 Franken. Es ist wirklich ein cooles Konzept. Ich würde es gerne machen, aber irgendwie heute bin ich ein bisschen zu faul, deswegen ich fahre einfach. Was sofort auffällt, der E-Rod ist aufs Minimum reduziert. Also wirklich hier ganz einfach zu bedienen. Ich habe kaum Knöpfe hier in dem Auto. Hier rückwärts, also ein Knopf für rückwärts, vorwärts. Blinker, Licht und zwar schon. Und Schlüssel natürlich ein und aus. Und das war's. Auf geht's. Die Reduzierung aufs Minimum soll dafür maximalen Fahrspaß bringen. So, ich höre schon die Reifen ein bisschen quietschen. Das finde ich sehr gut. Das wird Spaß. Das wird Spaß machen. Ich sage euch schon jetzt. Die Frage ist, reichen 61 PS Leistung wirklich, um richtig Spaß zu haben? Das Ding hier hat kein ABS, keine elektronische Hilfe, kein ESP. Das heißt, der Fahrer kontrolliert das Auto und wenn es ausbricht, dann musst du selber kontrollieren können. Deswegen ich sage, 60 PS ist genug, vor allem, das ist alles auf dem Heckantrieb. Und das könnte schon ein bisschen rutschig werden, sagen wir so. Wie so oft heißt das Geheimnis tiefes Gewicht. Dazu kommt ein pures Fahrgefühl. Hey, es macht schon Spaß, um die Kurve zu fahren, muss ich wirklich zugeben. Servo, Lenkung, fett, man ist nicht mehr gewöhnt. Ich fahre jetzt immer moderne Auto mit Servo-Lenkung. Und hier merkst du dich wirklich, wie hart, wie schwer das ist. Und du musst dich am Anfang ein bisschen anpassen. Ne? Das ist wirklich speziell. Ich werde ein bisschen Bizeps bekommen, ist doch gut. Ich brauche Kraft. Das Auto hier hat eine Reichweite von 183 km. Aber ganz ehrlich, hier ist wurscht, wie viel du fahren kannst, weil du fährst das Auto sowieso nicht so lang. Du nimmst das Auto, gehst du Spaß haben und fährst du sowieso zurück. Für längere Strecken ist der E-Rod also eher weniger gemacht. Die Reichweite wäre aber nicht das Problem. Der E-Rod ist nämlich auch mit drei Schnellladesystemen ausgerüstet. Bei bis zu 19,8 Kilowatt Ladeleistung ist der Akku im Idealfall in einer Stunde wieder voll. Also ich fahre gar nicht 80, ich fahre jetzt 70. Ich denke, das ist das erste Mal im Leben, dass ich nicht die Maximumgeschwindigkeit fahre. Aber mit 70 fühlt sich super an. Mit 80, ich habe schon ein Gefühl, mit dem Wind, das ist mega laut. Und wird fast unangenehm. Das ist vielleicht der einzige Nachteil hier in dem Auto. Am wenigsten kriegst du keine Buße wegen zu schnell fahren. Gibt wieder einen Vorteil irgendwie. Die Höchstgeschwindigkeit des E-Rod wäre eigentlich sogar bei 120 Stundenkilometer. Man müsste sich also auch auf der Autobahn nicht verstecken. Ob man mit dem Fahrzeug und dem kleinen Windschutz aber auf die Autobahn will, ist die andere Frage. Cindy zumindest gibt sich mit der Landstraße zufrieden. Das Gefühl, sage ich so, geht Richtung Go-Kart-Gefühl. Einfach, du fährst jetzt mit deiner Straßenzulassung auf die Straße. Und das ist mega geil. So ein Auto will jeder haben. Die Schweiz ist ja nicht gerade bekannt dafür, solche Fahrzeuge zu bauen. Wenn man in die Geschichte zurückblickt, findet man zwar einzelne Beispiele von Schweizer Autobauern. Den wohl bekanntesten davon, Monteverdi, gibt es aber nicht mehr.
Andere, wie die Firma Rinspeed, bewegen sich eher in der Welt der Concept Cars und Zukunftsvisionen. Auch der E-Rod von Kibbutz ist eher in der Nische anzusiedeln. Das 1991 gegründete Unternehmen ist primär für Elektronutzfahrzeuge wie das für die Post im Einsatz stehende Dreirad DXP bekannt. Den E-Rod gibt es seit 2016. Zur Straßenvariante kommt noch die Offroad-Variante, ein Elektrobuggy, dazu. Und dann gibt es noch eine dritte Version. Das hat aber schon richtig Spaß gemacht, Leute. Cooles Auto, aber für Kibbutz, das war anscheinend nicht genug. Sie haben jetzt eine Rennvariante gemacht. Und das Auto hier hat 200 PS, 350 Newtonmeter. Klar, wiegt ein bisschen schwerer, 150 Kilo schwerer. Aber das Ding hier, jetzt hier auf dieser Rennstrecke, könnte schon lustig werden. Auf geht's. Cindy darf den E-Rod Race auf der Rennstrecke des TCS-Fahrzentrums in Linière testen. Der Prototyp ist nur für die Rennstrecke zugelassen und kostet 148.000 Franken. Cindy will nun wissen, was sie aus dem E-Rod Race rauskitzeln kann. Wie schon beim normalen E-Rod. Die relativ einfache Bauweise heißt nicht zwingend, dass er auch einfach zu bewegen ist. Wow, leicht übersteuern, aber sehr schön kontrollierbar. Fühlt sich gut an. Bremsen sind ziemlich hart. Der größte Unterschied ist Leistung. Es hat viel mehr Leistung. Es ist noch aggressiver zu fahren. Was, wie präzise! Ja, man muss schon aufpassen, wie man auf dem Gas tritt, sonst rutscht es ein bisschen schon. Ja, die ist ziemlich tricky, also der Übersteuern kommt schnell. Das Auto hat keine Servolenkung, heißt, es ist mega anstrengend zum Lenken und zum Gegenlenken, zum Korrigieren, wenn man driftet und so. Wenn man möchte dieses Auto auf die Rennstrecke bewegen, muss man auch fahren können. Das ist immer eine Gewohnheitssache, man muss viel trainieren und dann hat man auch das Auto im Griff. Ob jetzt in der Race-Variante oder etwas gemütlicher mit dem straßenzugelassenen E-Rod, das Konzept des Roadsters hat Cindy überzeugt. Der E-Rod ist für mich einfach ein Fahrzeug, um Spaß zu haben, das ist klar. Sonst kaufst du dich nicht so ein Fahrzeug. Das ist offen, du bekommst frische Luft. Du hast wirklich dieses Formelwagen-Gefühl und das finde ich wirklich toll. Es ist nicht zu schnell. Aber brauchst du auch nicht mit so einem Fahrzeug, weil schon so bist du an der Grenzbereich in die Kurve, das Auto bewegt sich ein bisschen, rutscht ein bisschen. Es ist perfekt für einen Schwachspaß.